So, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach unserem DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin. Ich darf beide Trainer hier auf dem Podium begrüßen und zunächst Urs Fischer um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, Sebastian, zum zweiten Mal muss ich dir gratulieren. Ich muss sagen, heute fällt es mir ein bisschen schwerer wie im Heimspiel, weil ich doch glaube, heute war es ein über 90 Minuten ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, Mannschaft kam wirklich sehr gut zurecht mit dem neuen System. Ich glaube, wir hatten wirklich diesen Zugriff, den wir unbedingt hinbekommen wollten im Vergleich zum Spiel bei uns zu Hause, wo wir ihn eben nicht hatten. Hat es die Mannschaft wirklich sehr gut gemacht. Die Mannschaft war gut im Spiel. Für mich wirklich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ja, und dann eine Aktion entscheidet das Spiel, wo wir es einfach nicht gut machen, obwohl wir eigentlich wissen, wie wir uns zu verhalten haben bei einem langen Ball. Laufen da wirklich 30 Sekunden vor der Pause in den Konter. Das darf dir so nicht passieren. Aber trotzdem, für mich hat die Mannschaft heute, gehe ich schon ins Schweizerdeutsche, hat die Mannschaft heute wirklich eine tolle Reaktion gezeigt. Vielen Dank, Urs Fischer. Dann machen wir weiter mit Sebastian Hoeneß. Ja, Urs, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, kann ich nachvollziehen, dass es heute ein bisschen schwerer fällt. Ich habe unsere erste Halbzeit, ehrlich gesagt, ganz, ganz gut gesehen. Klar, die Umstellung war unerwartet. Trotzdem finde ich eigentlich, dass wir ganz, ganz gut damit umgegangen sind. Union war kompakt, hat sehr leidenschaftlich verteidigt. Ich meine trotzdem, dass wir neben dem Tor, das wir natürlich dann kurz vor Schluss machen, noch zwei, drei ganz gute Möglichkeiten hatten. Einmal auf jeden Fall Dennis Unnaff, kann ich mich erinnern. Dann haben wir den Distanzschuss überstanden von Union, sonst nicht allzu viel zugelassen. Ja, relativ torarm. Aber ich finde, wir hatten Kontrolle. Also ich war zufrieden. Natürlich dann mit dem i-Tüpfelchen kurz vor Schluss war natürlich wichtig, hier das 1-0 zu machen. Das hat sich verändert in der zweiten Halbzeit. Klar, 1-0 ist immer ein kompliziertes Ergebnis, insbesondere natürlich auch im Pokal. Der Gegner hat das Ziel hier, genauso eine Runde weiterzukommen, wird mutiger, wird offensiver, das Spiel geht auf. Wir waren nicht mehr präzise in unserem Spiel, ein Kombinationsspiel war nicht mehr besonders gut ausgeprägt. Und so wurde es dann nach und nach ein Fight aus unserer Sicht, wo es dann eigentlich nur noch darum ging, ja, weiterzukommen. Wir haben gut gefightet, wie ich finde, haben es trotzdem verstanden, über weite Strecken die Unioner vom Tor wegzuhalten. Die ganz klare Chance war nicht da, aber natürlich habe ich diese ja, Aktionen oder die brenzligen Situationen in der Box gesehen und die musst du dann einfach gemeinsam überstehen. Und da haben gerade Daxo, also Sagadou, als auch Waldi Anton, finde ich, einen richtig, richtig guten Job gemacht. Hätten es uns ein bisschen leichter machen können, wenn wir die Konterchance von Silas nutzen. Aber ja, zweite Halbzeit war definitiv offen und wir sind heute glücklich, eine Runde weiterzukommen. Und das war das Ziel. Dankeschön. Sebastian, vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen der Kollegen. Hier gehen schon die Hände hoch. Bitte schön. Guten Abend, Herr Fischer. Eine Hallo. Frage entsprechend der Chronologie des Abends. Mhm. Hinten angefangen nach Abpfiff. Haben Sie die rote Karte gesehen? Davor schon Ihr Assistent Michael Spurning. Können Sie uns einmal auflösen, worum es dabei ging und warum Sie auch Redebedarf mit dem Schiedsrichter hatten an der Stelle schon? Ja, es ging mir um die letzte Aktion, diesen Schiedsrichterball. Aus meiner Sicht befreit Stuttgart den Ball. Wir sind im Ballbesitz. Der Schiedsrichter pfeift und gibt dann Stuttgart den Ball. Das wollte ich von ihm wissen. Sie können mir glauben, dass ich einen Schiedsrichter nicht beleidigt habe, aber die Aussage des Schiedsrichters, ich war bei ihm in der Kabine nach dem Spiel, ich habe mich entsprechend auch entschuldigt, war, dass ich zu aggressiv, zu forsch war. Darum, es gibt eine Regel angeblich, wenn das
ein Offizieller macht, dass das zwingend mit Rot zu bestrafen ist. Dann machen wir direkt nebenan weiter. Herr Fischer, tut mir leid, aber der marginale Punkt nach dem Spiel, ist Ihnen sowas schon mal passiert in der Karriere? Und was sagt das aus über die Situation, wenn selbst Sie als eigentlich ruhiger Mensch eine rote Karte sehen? Ja, also gut ist nicht. Tut mir auch wirklich leid. Am Schluss muss ich mich halt auch da besser unter Kontrolle haben. Aber ich glaube schon, Emotionen gehören noch zum Fußball. Und wenn der Trainer auch mal nach 90 Minuten, nach einem tollen Pokalspiel, ein bisschen Emotionen zeigt, aber das dann schon zu viel ist, ja, muss ich das akzeptieren, muss aus solchen Situationen lernen. Ob mir das schon mal widerfahren ist? Nein, ich glaube, ich habe noch nie eine rote Karte bekommen. Ha? Sie haben die Viererkette schon angesprochen, mhm. Die Umstellung. War das so ein bisschen dem geschuldet, außergewöhnliche Situation, außergewöhnliche Maßnahme? Oder ist das möglicherweise auch eine Option für die Zukunft? Es war dem geschuldet, aufgrund des Heimspieles gegen Stuttgart, wo wir einfach nicht diesen Zugriff im Spiel hatten. Es versuchen mit einer anderen Grundordnung. Ich glaube, das hat heute wirklich gut geklappt. Ich fand, wir hatten Zugriff, kamen immer wieder in die Duelle, hatten da auch unsere Balleroberungen. Ich glaube, auch im Spiel mit dem Ball hat sich die Mannschaft doch heute einiges zugetraut. Kam auch immer wieder ins Kombinationsspiel. Nein, hatte vor allem schon auch mit unserem ersten Auftritt gegen Stuttgart zu tun. Entsprechend haben wir reagiert. Jetzt haben wir 3 Tage Zeit, um uns auf die Aufgabe Frankfurt vorzubereiten. Und ja, das System ist nicht in Stein gemeißelt. Also wir werden uns da entsprechend entscheiden. Dann ist Felix Arnold der Nächste. Ja, hallo Herr Hoeneß, ich würde gleich 2 Fragen stellen. Zunächst mal, wie sehr freuen Sie sich für Dennis Undav, dass er sich nach dem Pfostenschuss dann doch noch belohnt hat und am Ende der Matchwinner war in dem Spiel? Und Sie haben 3-mal gewechselt mit Wu, Jamie und Daxo. Wie zufrieden waren Sie mit den 3 heute? Ja, zur ersten Frage zu Dennis. Klar, freue ich mich für ihn. Es ist immer auch gut, einen Stürmer zu haben, der trifft, der heute dann mit seinem Tor automatisch der Spielentscheider war. Ich habe es ja in der PK schon gesagt. Ich habe ihn auch im letzten Spiel schon richtig gut gesehen. Er hat natürlich dann eine unglückliche Figur gemacht, eher nach außen betrachtet aufgrund des verpassten Elfmeters. Aber auch heute hat er wieder seine Chancen kreiert und ein Tor gemacht, das dann entscheidend war. Zur zweiten Frage. Müssen wir alle 3 durchgehen. Dax überragend. Wu war Licht und Schatten. Ich glaube, sehr, sehr fleißig. Hat auch 1-2 richtig gute Sachen kreiert, aber dann den einen oder anderen auch ein bisschen zu leicht weggegeben. Und das Gleiche gilt eigentlich für Jamie auch. Ja, Jamie, wie immer, mit vollem Körpereinsatz. Fehlt gerade so ein bisschen ein Quäntchen, dass er mal selber auch einen reinmacht. Trotzdem, glaube ich, war er beim Tor, klar, war er beteiligt. Ja, war ja auch gegen Hoffenheim dann schon. Das spricht für ihn. Ja. Also, Wu und Jamie, okay. Dag so richtig gut. Dann machen wir weiter mit Christoph Lothar. Eine Frage an Herrn Fischer. Es ist leider der Lauf der Dinge, dass mit jeder Niederlage der Trainer natürlich immer mehr in den Fokus rückt. Sie haben jetzt gerade eben gesagt, dass Sie grundsätzlich mit der Leistung Ihrer Mannschaft heute zufrieden gewesen wären und Sie eine gute Reaktion gezeigt hätte. Ist das für Sie die schönste Erkenntnis heute Abend, dass Sie die Kabine eben noch nicht verloren haben und da Zuversicht besteht, zusammen aus der Krise rauszukommen? Ja, aber ich glaube, da hat sich der Verein ja auch deutlich geäußert. Hier geht es ja nicht in erster Linie um meine Person, sondern es geht um uns, es geht um den Erfolg des Clubs und ich glaube, da hat sich Union deutlich dazu geäußert, dass wir versuchen, gemeinsam uns aus dieser Situation zu befreien. Aber dass sich der Verein das Ganze auch immer wieder anschaut und entsprechend auch analysiert. Also
Von daher kann ich wirklich sagen, dass ich in Ruhe arbeiten kann, so wie es eigentlich sein sollte. Natürlich ist die Situation nicht eine angenehme, aber ich glaube, ich muss auch nicht wirklich nach jedem Spiel oder vor jedem Spiel eigentlich das Gleiche erzählen. Am Schluss sind das die Verantwortlichen von Union, die entscheiden. Hier in der ersten Reihe. Herr Hoeneß, eine Frage zu den letzten Tagen und in der Vorbereitung auf das Spiel. Jetzt sind in Hoffenheim eine Niederlage dazwischen gekommen. Wie sind so die Verarbeitungsmechanismen der Mannschaft? Wie haben Sie sie erlebt nach dem Spiel, auch die Tage danach und in der Vorbereitung auf heute, um wieder, was sind da so die Ansatzpunkte, wo man festmachen kann, okay, abgehakt und dann geht es weiter und einfach, wer da so ein bisschen vorangeht vielleicht auch. Ja gut, trainieren tust du natürlich nicht viel, weil einfach nicht viel Zeit bleibt. Schaust du natürlich die Jungs an, die dann Spielersatztraining machen. Grundsätzlich haben wir das Spiel analysiert, was schnell erzählt war. Wir haben es nicht gut verteidigt, vor allem in der Anfangsphase. Haben haben sehr viele Chancen kreiert und haben am Ende dann einfach zu viele Gegentore bekommen, um das Spiel zu machen. Haben aber viele wirklich gute Phasen gehabt. Und entsprechend war auch die Grundstimmung jetzt nicht irgendwie sehr negativ. Wir haben uns sehr geärgert darüber, haben uns dann aber auch schon wieder natürlich aufgerichtet und nach vorne geschaut und uns auf das Pokalspiel gefreut. Wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt da einzelne Spieler herausnehme. Allgemein nehme ich da einfach eine Grundstimmung wahr, spreche natürlich Einzelgespräche, aber da hatte ich relativ schnell das Gefühl, dass wir jetzt sagen, okay, weiter geht's, dumm gelaufen, jetzt voller Fokus auf eine Runde weiterkommen. Dann noch eine Frage an Herrn Fischer. Sie hatten ja nicht nur das System gewechselt, sondern auch zahlreiche Personalwechsel vorgenommen. Einer, der da nicht zustande gekommen ist, war im Tor mit Alex Schwolo, der sich ja verletzt hat beim Warmmachen. War dieser Wechsel oder wäre dieser Wechsel tatsächlich nur dem Wettbewerb geschuldet gewesen oder sollte er heute einfach mal den Vorzug vor Freddy Renault bekommen? Nein, natürlich, gerade Pokal, ich glaube, das gibt es ja dann immer wieder, dass auch mal die Nummer 2 eine Möglichkeit bekommt, weil Schwoli das doch auch unter der Woche immer wieder gut macht, zeigt, dass er eigentlich bereit ist. Das wollten wir mit diesem Wechsel bezwecken. Leider hat er sich beim Aufwärmen oder der Muskel hat zugemacht. Somit konnte er nicht beginnen. Schade für ihn. Bei den anderen Wechseln hat es zum Teil mit Frische zu tun, Belastungssteuerung, aber auch den Jungs mal eine Möglichkeit zu geben, die nicht so viel zum Spielen kommen, weil sie doch auch ein Teil des Teams sind und wie gesagt unter der Woche immer wieder ans Limit gehen und am Wochenende vom Trainer enttäuscht werden, weil sie nicht beginnen können oder nicht im Kader sind. War für mich heute eigentlich klar, dass wir entsprechend den einen oder anderen Wechsel vornehmen. Und hier vorne nochmal. Kevin Volland war auch einer von diesen Neuen in der Startelf. Können Sie einmal erklären, was seine zugedachte Rolle war? Mit Blick auf die Zahlen war ja nicht, glaube ich, der erwünschte Teil des Spiels. Woran liegt das vielleicht auch gerade bei ihm? Nein, sehe ich jetzt nicht. So hatte vielleicht in der Offensivbewegung nicht die Aktionen, die wir uns erhofft haben, aber er hat doch eine tolle Arbeit auch gegen den Ball geleistet. Hat immer wieder versucht, im Spiel mit dem Ball in die Halbräume zu kommen. Ist da ihm bei der einen oder anderen Aktion der Ball versprungen. Ich glaube, es hat dann schon auch ein bisschen damit zu tun. Er kommt von einem neuen Club zu uns. Es geht um Automatismen. Da nimmt er sich raus mit einer roten Karte. Kommt dann alles zusammen. Aber ich habe ihn eigentlich positiv gesehen, weil er unermüdlich war, versucht hat, der Mannschaft zu helfen. Natürlich im Spiel mit dem Ball vielleicht nicht diese gewünschte Durchschlagskraft zeigen konnte. So, dann haben wir noch zwei.
Einmal Felix Arnold, einmal hier vorne. Ja, Herr Hoeneß, ich würde sagen, mit meiner bescheidenen Meinung, dass das Spiel Ihrer Mannschaft am Samstag besser war als das heute Abend. Trotzdem gab es jetzt heute einen Sieg, am Samstag nicht. Ist es vielleicht auch so ein Learning für Ihre Mannschaft, dass es nicht immer nur schön und spektakulär geht, sondern dass man auch mal solche dreckigen Arbeitssiege holen muss? Vielleicht gerade auch mit Blick auf Heidenheim am Sonntag, die ja ähnlich spielen wie Union? Klar, am Ende geht es um Resultate und deswegen ja, haben wir heute sicher das bessere Resultat geliefert. Ich finde auch, dass die erste Halbzeit gut war, zweite nicht mehr, liegt aber einfach auch an dem Pokalwettbewerb. Trotzdem gebe ich Ihnen recht, gegen Hoffenheim war es gesamt betrachtet das bessere Spiel. Hat aber auch dann immer mit dem Gegner zu tun, damit meine ich heute Union, die es uns dann einfach auch schwer gemacht haben. Ich glaube trotzdem fest daran, dass einfach gute Leistungen auf Dauer einfach auch zu guten Resultaten führen. Das ist nicht immer so, aber ja, ich glaube jetzt auch heute würde ich jetzt nicht von einer schlechten Leistung sprechen. Vielleicht, wenn wir die zweite Halbzeit nehmen, von einer durchwachsenen Leistung, da bin ich dabei. Und natürlich gehört es auch dazu, ist auch ein Lernprozess, aber es wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben zu sagen, wir haben da jetzt sofort draus gelernt und haben heute jetzt mit Absicht irgendwie ein bisschen durchwachsener gespielt, sind aber weitergekommen und deswegen sind wir schon viel reifer. Das wäre falsch. Wir wollten auch in der zweiten Halbzeit gut spielen, haben es dann aber aus den genannten Gründen nicht mehr so hinbekommen. Trotzdem haben wir es gemeinsam gepackt und das ist super. Um die 80. rum, Dennis Undaf noch rausgenommen und defensiver gewechselt. Da war ja nur 1-0 der Spielstand. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn jetzt Union noch den Ausgleich schafft, könnte man vielleicht ein bisschen zu defensiv aufgestellt sein vom Personal, aber war das dann Ihre Idee zu sagen, okay, Sie haben genug Vertrauen in die Mannschaft, dass sie das wegverteidigt bis zum Ende? Also gut, Union war auch noch nicht klar, ist das immer, gefährlich. Da ist ja, klar ist das immer irgendwo auch ein Zocken, aber Dennis hat jetzt nicht allzu viele 90-Minuten-Spiele hintereinander gemacht, auch wenn ich jetzt da an letztes Jahr denke, kam schon häufiger auch von der Bank und ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt dann irgendwann mal satt ist. Wir hätten in einer möglichen Verlängerung auch noch die Möglichkeit gehabt, wieder offensiver zu wechseln. Wir hatten drei auf dem Platz, auch ein Maxi Mittelstädt kann richtig offensive Impulse bringen. Das haben wir schon berücksichtigt, aber klar ging es dann in erster Linie mit den Wechseln darum, weiter oder in den 90 Minuten weiterzukommen. Gut, dann sind wir durch mit der PK. Danke für den Besuch. Wünsche den Gästen einen guten Nachhauseweg. Bis bald. Tschüss. Ciao.